So Leute, was geht los da rein? Herzlich willkommen zurück bei LES. Ich bin euer Phil und heute gibt es einen Produkttest, der bei mir angefragt worden ist, bei dem ich direkt mal die Kuh vom Eis holen muss, wie man das so schön sagt. Nämlich, ich wurde angeschrieben von der Firma oder beziehungsweise zumindest von einem Vertreter der Firma Victra. Victra ist ein Hersteller von Action-Cams. Ich sag mal, also durchaus berechtigterweise billig Action-Cams, also jetzt nicht so GoPro-Level oder so, die dafür aber trotzdem noch vor allen Dingen eben für den Preis sehr, sehr viel können. Ich wurde also angeschrieben, der Link, der mir von dem Produkt geschickt wurde, was ich bewerben sollte, ist dieser hier. Hier zu sehen ist die Action Cam von Victra, das Modell AC920. Ja, da wurde mir dann gesagt, ja, pass auf, ich schicke dir einen zu, gar kein Problem. Mit so einem Google Translator Englisch wurde mir dann alles mitgeteilt. Und dann kam das Produkt an und es kam diese Box hier an. Problem, und jetzt holen wir mal die Kuh vom Eis. Problem ist, das hier ist eine AC900. Ich habe das Video gestern schon aufgenommen und dabei ist mir das dann erst aufgefallen, dass das Modell überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was ich als Link geschickt bekommen habe, beziehungsweise was ich eben letztlich bewerben soll. Ja, dann habe ich mich dann nochmal gemeldet, habe halt nochmal nachgefragt und dann meinte mein Ansprechpartner halt, ja, mach das mal einfach jetzt mit der. Okay. Das hier gibt's gar nicht mehr bei Amazon. Die AC900 könnt ihr gar nicht mehr kaufen. Die AC920 ist jetzt quasi der Nachfolger von der AC900, die aufpolierte Version, sag ich mal. Und zum Beispiel die AC920, wo auch der Link dann in der Beschreibung sein wird, die hat zum Beispiel auch eine Fernbedienung mit dabei. Da sind diverse andere Features noch dabei, die ich jetzt nicht habe. Ein externes Mikrofon ist da zum Beispiel auch direkt beiliegend. Hab ich hier jetzt nicht. Habe ich bei eben der anderen Aufnahme schon gemerkt, dass da irgendwie so ein bisschen was fehlt. Aber soll uns nicht aufhalten, Leute. Wie gesagt, der Ansprechpartner sagte, ich soll das dann erstmal hiermit machen. Und wir können uns hiermit zumindest mit der AC900, die ich jetzt hier stehen habe, zumindest einen groben Überblick verschaffen, was so die Action-Cams von Victra überhaupt drauf haben, Leute. Ich habe zum Vergleich hier meine GoPro Hero 8 und meine DJI Osmo Action stehen. Die DJI würde ich eigentlich der GoPro jederzeit bevorzugen. Jedoch ist GoPro eigentlich, ich sag mal so, das Geläufigere auf dem Markt. Und deswegen werden wir vor allen Dingen die Bildqualität mit der GoPro vergleichen. Die DJI ist hier nur zu optischen oder visuellen Vergleichszwecken, damit man es mal sieht. Erstmal ein paar Nenndaten. Die Victra AC900, wie ich sie jetzt hier habe, soll 4K-Aufnahmen machen. 20 Megapixel, 170 Grad, super Wide Angle, 40 Meter waterproof und hat einen Touchscreen und natürlich auch Wi-Fi und den ganzen anderen Zeug. Und ich denke, ausstattungsmäßig sind die Billigcams tatsächlich, oder die haben wirklich ihre Daseinsberechtigung, weil preis-leistungstechnisch kann da so eine GoPro eigentlich nicht mithalten. So eine GoPro oder so eine DJI ist wirklich nur was für die Leute, die professionelle Aufnahmen machen, beziehungsweise die eben wie ich auch YouTube damit machen etc. Aber sowas halte ich generell, ohne dass wir jetzt überhaupt die Kamera angeboxt haben, generell tatsächlich für eine sehr, sehr, sehr plausible oder für eine sehr, sehr reasonable Alternative. Also eine Alternative, die wirklich Sinn macht für bestimmt 80% der Hobbyfotografen oder Videografen da draußen. So, pass auf, wir werden die jetzt mal unboxen, also die Verpackung. Ich habe das ja gestern schon alles gemacht. Die Verpackung ist ganz nice und wir haben direkt hier das erste wichtige Zubehörteil dabei zu sehen. Zeige ich jetzt auch mal eben in die Sony. Also wir haben eben sofort einen Unterwasserschutz dabei. Dann haben wir hier einen Mounting Guide und zwar hier ist dann nochmal genau das ganze Zubehör aufgelistet, was wir in der Box drin haben. Erstmal uninteressant. Hier haben wir den sogenannten User Manual. Gehe ich mir jetzt mal einmal auf der Sony durch. Zack. Und das war alles, was wir von dem sehen werden in diesem Video. Dann ist hier noch eine zusätzliche Box drin. Und in dieser zusätzlichen Box befindet sich dementsprechend natürlich das ganze restliche Zubehör, was wir da so haben, Leute. Wichtig ist ein USB-Ladekabel. USB-C haben wir hier, also modernste Schnittstelle eigentlich an der Kamera zum Laden. Und den restlichen Schund kippe ich jetzt einfach mal aus. So, das ist nämlich hier eine ganze Menge. Wir haben hier nochmal einen Rahmen dabei, der eben nicht so ein Unterwasserschutzrahmen ist, weil der Nachteil an einem Unterwasserschutzrahmen ist, du kommst eben nicht mehr an die Anschlüsse bzw. auch an die Speicherkarte. Dafür gibt es dann so einen Rahmen. Auch für sowas muss man bei GoPro eigentlich nochmal zusätzlich Kohle bezahlen. Sowas liegt dann dabei. Hier gibt es diverse Klebepads für zum Beispiel Motorradhelm, Kabelbinder, haben die einfach wahrscheinlich nochmal zu viel liegen gehabt oder so. Hier so für so Mountainbike, für so ein Lenkrad und dann hier diverse Mounting-Feature oder Mounting- Pieces, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, die eben kompatibel sind mit vielen anderen Mounting-Stücken. Also zubehörtechnisch ist hier schon mal einiges dabei. Hier haben wir noch eine Ersatzklappe für den Unterwasserschutz. Zwei Akkus sind dabei. Das ist ja eine Sache, die ich sehr, sehr, sehr cool finde bei so Billig-Camps. So Leute, so viel dann erstmal zu dem Zubehör. Ich werde jetzt mal hingehen und die Kamera aus dem Unterwasserschutz befreien. So, und so sieht dann die Kamera aus. Packe ich jetzt mal hier in die Sony rein. Die sieht erstmal von außen tatsächlich
hochwertig aus, finde ich. Also hier, wir haben hier so eine Hartplastikschale komplett drumherum. Das sieht eigentlich alles ganz hochwertig aus. Oben ist der Auslöser, vorne ist der An-Aus-Knopf, beziehungsweise natürlich auch die Menüsteuerung. Hier unten haben wir noch das Gewinde für eben, ja, weiß nicht, Dreibein etc. So, hier haben wir USB-C-Anschluss und einen Mini-HDMI-Anschluss ist direkt auch dabei, falls ihr vorhabt, das Material dann direkt auf dem Fernseher zu streamen. Hier unten ist das Akkufach, da machen wir mal auf, da befindet sich der Akku drin. Wie gesagt, zwei sind mitgeliefert, einer ist jetzt schon drin und eine SD-Karte habe ich natürlich zu Vorführzwecken, weil ich bin ja gut vorbereiteter Dude. Ich lege euch jetzt mal hier die DJI und die GoPro und eben auch die Victra AC900 in dem Fall einmal alle daneben. Die Victra ist auffällig klein, aber ganz ehrlich, das ist eine Größenordnung, über die wir hier reden, wo ich sagen würde, ja, pass auf, das ist eigentlich alles nicht mehr nennenswert, ob die jetzt 10 mm breiter oder tiefer oder höher ist, scheißegal. Man kann mit allen drei definitiv gut arbeiten, beziehungsweise bei denen weiß ich es, bei der Victra habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert. So, ich packe mal hier GoPro und DJI wieder weg und dann gehen wir mal hin und machen die Victra jetzt mal an. Ich meine, man müsste einfach vorne 2 Sekunden gedrückt halten. Genau, und da fährt die Victra dann auch schon hoch. Man hat sofort ein Bild. Softwaretechnisch war ich will jetzt nicht so tun, Leute, als wäre das jetzt alles neu für mich, weil, wie gesagt, ich habe da gestern schon alles aufgenommen. Wir haben hier 4K P50 und was ich gerade sagen wollte, softwaremäßig ist die Victra eigentlich auch ganz, ganz schnell. Wir haben hier unten, ich weiß nicht, ob man es auf der Sony erkennen kann, unten links im Bild haben wir hier so einen Hammer oder so und da kommt man eben in die Einstellung rein. Ich habe die Victra jetzt schon auf Deutsch umgestellt, Auslieferungszustand ist Englisch. Wir haben einen Bildstabilisator in der Victra, von dem ich ehrlich gesagt nicht ganz so viel erwarte, weil das sind eben dann die Punkte, die Features, wo so eine GoPro oder auch so eine DJI sich einfach abhängt, sich von so einer Nachbau- oder Billigkamera deutlich absetzt, weil das sind eben Sachen, wo viele, viele Jahre Entwicklungszeit in den Bildstabilisator bei DJI oder GoPro eingeflossen ist und hier nennt sich das ganze System ICE, bei der GoPro Hypersmooth, bei der DJI heißt es, oh Gott, ich hab's wieder vergessen. Weil ich bin ja gut vorbereiteter Dude. ICE heißt es bei der Victra, wie gesagt, das lassen wir auch mal an. Hier können wir dann noch die Auflösung einstellen, 4K 50 FPS, 4K 30 FPS. Dann haben wir hier 2,7K 30 FPS, 4:3, 2,7K 60 FPS, 16:9, 720p 240 für die Zeitlupenfetischisten unter euch. VGA 240 ist natürlich uninteressant und die anderen Modi-Auflösungen sind allgemein uninteressant, weil bis hierhin hat jetzt die Victra eben eigentlich schon alles abgedeckt, was man wirklich so braucht. Wir können Timelapse-Aufnahmen machen, Fotografie-Modus ist natürlich auch da. Und ansonsten von der Funktionalität, von den Nenndaten her, ist so eine Billigcam im Hinsicht, in Relation auf den Preis, einer GoPro oder einer DJI weit überlegen. Der Teufel liegt halt da wirklich im Detail, wie man das so schön sagt. So eine GoPro oder so eine DJI haben wirklich im Detail viel, viel bessere Bildqualität, viel, viel besseren Bildstabilisator, wie gerade schon mal angekündigt, eventuell eine höhere Akkulaufzeit, die komplette Kompatibilität mit gewissen Zusatzgeräten, wie eben Mikrofon, ist natürlich bei GoPro oder DJI deutlich höher als bei so einer Victra. Aber hier nochmal ganz deutlich gesagt, Leute, für die meisten von euch ist das absolut scheißegal, weil die meisten von euch fliegen vielleicht mal in Urlaub nach Ägypten, gut, natürlich jetzt zu Corona-Zeiten eher weniger. Die meisten von euch gehen vielleicht mal draußen in den Pool oder in eine Badewanne und wollen da krasse Unterwasseraufnahmen machen. Dafür reicht dann so eine Victra für 100 Euro vollkommen, Leute. Da muss man keine 400 Euro, 500 Euro für so eine GoPro ausgeben. Ja, so viel erstmal zu den Nenndaten bzw. zum Lieferumfang von der Victra AC900. Wie gesagt, das ist jetzt nur das Vorführmodell. Ihr kauft, oder der Link in der Beschreibung führt zu der AC920, die zum Beispiel auch 4K 60 FPS kann, wo eine Fernbedienung dabei ist, ein extra externes Mikrofon, was ich gerne getestet hätte, ist jetzt hier nicht dabei. Aber die AC920 ist dann nochmal eine Ecke überarbeitet, Leute. So, was ich jetzt machen werde ist, wir werden jetzt die Bildqualität von der Victra im Gegensatz zu der GoPro testen. Erstens im künstlichen Licht, also ich werde gleich einfach hier mal in dem Raum ein paar Aufnahmen machen und da gucken wir doch mal, wie die Victra im Gegensatz zu der GoPro glänzen kann, Leute. Ich werde die Aufnahmen einblenden, den Vergleich einblenden und werde dann hinterher ein Voice-Over machen, damit ihr nicht die ganze Zeit meine Fresse sehen müsst, Leute. Viel Spaß! So Leute, hier bin ich dann auch schon mit meinem Engelstimmchen und ich würde mal sagen, roll the footage und es geht los. Ihr seht, ich habe jetzt einfach mal Richtung
Couch aufgenommen. Übrigens direkt am Anfang, und dann mache ich mal gleich Pause. Ich hatte leider vergessen, das Rollo runterzumachen. Also haben wir hier durchaus auch Tageslicht reinkommen. Ist jetzt nicht nur künstliches Licht. Auch ein ganzer Prozentsatz Tageslicht kommt hier rein. Und das Erste, was sofort auffällt, ist bei der Victra ist das Bild deutlich blasser. Also wir haben hier bei der GoPro viel mehr Kontrast drin. Und bei der Victra wirkt das Bild durch die überzogene Helligkeit doch etwas blass. Und dann lasse ich mal weiterlaufen. Beide Kameras laufen hier auf der höchsten Auflösung, die sie machen könnten. Aber ansonsten finde ich, muss sich die Victra gar nicht verstecken. Wir stoppen jetzt mal hier, wo man das komplette Logo sieht. Und auch hier sieht man ganz deutlich, wie die GoPro halt deutlich mehr Kontrast mitbringt. Und auch deutlich mehr Farbsättigung. Also die Farben wirken definitiv deutlich kräftiger, die wir jetzt nicht allzu zahlreich haben in diesem Frame. Aber bis auf die Sachen muss die Victra sich vor allen Dingen bei dem Preisunterschied von 200 bis 300 Euro einfach mal gar nicht verstecken. Jetzt nochmal der Close-In auf die Katze und auch da, ja, weiterhin Victra das Bild etwas überhellt, aber wie gesagt, wenn ihr jetzt nicht den Vergleich hättet, dann wäre das vermutlich vollkommen in Ordnung und jeder wäre damit zufrieden. Und damit gehen wir mal auf den Outdoor-Vergleich, also quasi auf das Heimspiel für die Action-Cams, nämlich da, wo die Action-Cams wirklich zeigen sollten, was sie drauf haben. So Leute, willkommen im Outdoor-Bereich und ich bin jetzt hier einfach mal ein Stückchen Fußgängerwege lang gelaufen. Was als allererstes wieder auffällt, ist der deutlich höhere Kontrast bzw. die deutlich höhere Farbsättigung bei der GoPro bzw. eben die Überhellung bei der Victra. Aber hier wieder zu beachten, Leute, ihr habt hier einen 1:1 Vergleich zwischen dem Marktführer und zwischen eben einer Billigcam. Hättet ihr diesen nicht, würde die Victra hier auch gar nicht so schlecht abschneiden und beim Kontrast kann man natürlich auch noch hinterher etwas nachhelfen. Sehr, sehr beeindruckend ist, aber das wussten wir eben schon vorher, ist bei der GoPro wirklich die Bildstabilisation, nämlich Hypersmooth, die das ganze Bild aussehen lässt, als würde die Kamera einfach schweben. Also man sieht wirklich kaum eine Bewegung. Ich habe hier frei Hand gefilmt, beide Kameras einfach nur vor meinem Gesicht in der Hand gehalten und da hat man deutlich mehr Bewegung im Bild der Victra als bei der GoPro. Und die allgemeine Überhellung bei der Victra sorgt jetzt eben auch dafür, dass zum Beispiel, wenn man jetzt mal nur auf den Himmel achtet, bei der Victra der Himmel fast nur weiß ist, fast nur aus Weiß besteht, während der Himmel bei der GoPro tatsächlich noch ganz gute Blautöne erkennbar zeigen kann. Auch das Gras, wenn man jetzt mal auf das Gras achtet, dann ist bei der GoPro deutlich mehr gesättigt. Ich möchte euch mal kurz hier, ich mache mal kurz hier Stopp und ich möchte euch mal kurz die Tonspuren zeigen, um zumindest das interne Mic der Victra im Vergleich zu der GoPro zu stellen. Und zwar, ich werde jetzt mal nur das interne Mikrofon der Victra anmachen und das interne Mikrofon der GoPro ausmachen und jetzt einfach mal laufen lassen. Ja, und wie ihr hört, hört ihr quasi nichts. Also das interne Mikrofon bei der Victra ist wirklich nur für kurz reichweitige Audioaufnahmen gedacht. Ihr hört hier kaum irgendwie Autos etc. Ihr hört quasi keinen Ton aus der Umgebung, keine Vögel, gar nichts. Und ich werde jetzt mal zum Vergleich dazu eben das interne Mikrofon der GoPro auf laut stellen und das der Victra ausstellen. Bitteschön. So, und hier ist es jetzt, glaube ich, sehr gut deutlich geworden, bei der GoPro hast du halt wirklich auch Umgebungsgeräusche, wie zum Beispiel Autos, die teilweise 50 bis 100 Meter oder sowas weg sein müssten. Also da hört man viel, viel mehr Umgebungsgeräusche und im Endeffekt ist es einfach viel, viel natürlicher, bei der GoPro, ich sag mal, zuzuhören. So, jetzt komme ich gleich an einen Punkt, wo ich die Kamera drehen werde und da mal bitte ganz genau darauf achten. Das sieht bei der GoPro dann doch eine ganze Ecke flüssiger aus als bei der Victra, wo es insgesamt ein bisschen hektischer aussieht. Hier schwenke ich jetzt mal ein bisschen nach oben, um einfach zu sehen, wie die Kamera darauf reagiert. Jetzt gleich fange ich an zu rennen und da sind wir mal auf die Bildstabilisation beider Kameras gespannt. Die GoPro, der Bildstabilisator in der GoPro ist auch hier sehr, sehr gut in der Lage, noch die Bewegungen auszugleichen, während auf der Victra natürlich dann schon hektische Bewegungen zustande kommen. Aber auch das fällt so krass eben auch nur im 1:1 Vergleich auf und nicht etwa, wenn ihr nur die Victra hättet, Leute. Und dementsprechend kann ich hier einfach nicht sagen, dass die Victra oder die Bildqualität der Victra, die Videoqualität der Victra unglaublich schlecht ist, sondern natürlich, wenn man es gegen einen Marktführer gegenüberstellt, dann ist es klar, dass die ein bisschen ablost. Und damit kommen wir jetzt mal zum Fazit.
So, Leute, da kommt meine hübsche Fresse doch nochmal reingehuscht zu einem Fazit von dem Video. Ihr habt jetzt gerade das Vergleichsmaterial zwischen der Victor und der GoPro gesehen. Natürlich, Leute, aber das war von vornherein klar, brauchen wir bei einer Victor nicht von einer Bildqualität ausgehen, die ein Spitzenmodell auf dem Markt hat, nämlich die GoPro, die sie ja nach wie vor natürlich noch ist. Man muss halt jetzt mal das Ganze in Relation sehen, die GoPro Hero 8, wie ich sie jetzt hier habe, mittlerweile gibt es ja schon die 9, aber die 8, die kostet immer noch so irgendwo 300, vielleicht sogar 350, vielleicht sogar bis zu 400 Euro. Aktuell bei Amazon ist sie im Angebot für 290, ich packe euch den Link auch dafür in die Beschreibung. Aber dementsprechend muss natürlich rein rechnerisch vom Preis, wenn man das jetzt mal ganz primitiv runterrechnet, müsste die Victor ein Drittel von dem können, was die GoPro kann. Und ich sag euch ganz klar, das kann sie auf jeden Fall und sie kann mit Sicherheit noch mehr als das. Die gröbsten Qualitätsunterschiede im Bildmaterial, im Videomaterial hinterher sind wir gerade durchgegangen. Das ist für mich einerseits eben diese Überbelichtung, wodurch das Bild der Victor sehr körnig wird. Das interne Mic, ist nicht so schön. Achtung hier, Leute, bei der AC920 ist ein externes dabei, was mit Sicherheit bessere Ergebnisse liefert als das interne jetzt bei der AC900. Und als letztes natürlich die Bildstabilität. Und das sind eben alles drei Punkte, wo der Teufel im Detail liegt, wo die GoPro im Detail halt wirklich besser ist. Aber Leute, und das ist jetzt mein Fazit zu der Victor AC900/AC920 beziehungsweise einem Großteil vermutlich der Billig-Action-Cams auf dem Markt, Leute. Ihr müsst euch halt vorab vor dem Kauf von so einer Action-Cam fragen, brauche ich das überhaupt? Brauche ich die Qualität von einer GoPro? 200 Euro Unterschied oder 250, vielleicht sogar 300 Euro unter Umständen, Unterschied von der GoPro zur Victor, sind natürlich ein ordentliches Brett und ich sage euch ganz klar, wie gesagt, Leute, für viele von euch ist der Mehrwert der GoPro uninteressant. Ihr könnt da sowieso nichts mit anfangen, sage ich mal. Oder jetzt hier jemanden runterreden zu wollen oder so. Aber wenn ihr halt mal einmal im Jahr im Urlaub fahrt und Unterwasseraufnahmen mit der Victor oder mit eurer Actioncam machen wollt, holt euch die Victor. Wenn ihr zweimal im Jahr im Urlaub fahrt und irgendwelche schönen Wetteraufnahmen machen wollt, holt euch die Victor. Benutzt ihr dann wöchentlich oder sogar täglich, wie in meinem Fall, oder auf einem professionellen Level, werdet ihr nicht um so eine GoPro oder so eine DJI herumkommen. Die Victor reicht locker für einen Hobbyanwender und in dem Sinne geht meine Empfehlung auf jeden Fall auch raus, auch wenn der Test jetzt etwas skurril war, weil ich hier quasi ein anderes Modell getestet habe, als was ich letztlich bewerbe. Aber auch die AC920, die wird mindestens so viel können wie die Victor AC900. Vielleicht ist die ja auch in Sachen Bildstabilisation bzw. Bildqualität allgemein nochmal ein Eckchen besser. Und dann kann ich sie auch anstandslos und völlig bedenkenlos empfehlen, Leute. Also meine Empfehlung geht raus für die Victor, für viele Hobbyanwender von euch. Mit Sicherheit das Richtige. Und an der Stelle ist es wirklich unnötig, viele, viele 100 Euro für eine GoPro oder DJI, inklusive Zubehör, was dann nochmal so viel Geld kostet, auszugeben. Ich bleib dabei, Leute, mein Fazit, so eine Billigcam wie die Victor AC900 oder beziehungsweise AC920 ist für viele Hobbyanwender da draußen das Richtige. Definitiv, Leute. Ja, ich bin wieder raus, Leute. Jeden Sonntagabend streamen beziehungsweise auch mal unter der Woche. Folgt mir am besten auf Twitch, wird jetzt gerade eingeblendet und folgt ansonsten auch oder abonniert auf YouTube meine Channels Lucky and Spawn, Lucky and Stone, wenn ihr meine hübsche Fresse des Öfteren sehen wollt, Leute. Damit bin ich wieder raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag und natürlich bleibt gesund. Bis dahin.